Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir sind heute auf der Straße für Gebührenfreiheit und Geschichtsbewusstsein, für die Entwicklung kritischer Bildung. Warum Geschichtsbewusstsein? Deshalb, weil es um eine erfreuliche Zukunft für alle geht. Dafür gilt es, entsprechend positive Schlussfolgerungen aus der Geschichte zu ziehen. Die Hochschulreformen, die aus der 68er-Bewegung hervorgingen, waren solche. Die Aufarbeitung der Rolle der Universitäten im Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Nazi-Deutschland, führte zur Einsicht in die Notwendigkeit einer Demokratisierung, Öffnung und Allgemeinwohlorientierung von Bildung und Wissenschaft und ihrer Institutionen. Niemals mehr sollten die Hochschulen Teil eines Bündnisses der Eliten sein, das seine Interessen zum Schaden der Mehrheit durchsetzt. Der Stand der gesellschaftlichen Entwicklung macht es überdies ebenfalls notwendig, mehr Menschen den Zugang zu den Universitäten zu öffnen, um ihnen eine bewusste Gestaltung ihrer eigenen, komplexeren, wie aber potenziell reicheren Lebensbedingungen zu ermöglichen. In diesem Sinne wurde die Universität im Herzen der Stadt zur Massenhochschule ausgebaut, hielten kritische Wissenschaftsinhalte Einzug und wurden auch die Studiengebühren abgeschafft, mit unbeschreibbar großem Nutzen für alle. Dies wäre dringend weiter auszubauen, zumal angesichts der rasanten Entwicklung in den letzten 40 Jahren. Unter Federführung der sogenannten Wissenschaftssenatorin Herlin Gundelach von der CDU will der schwarz-grüne Senat aber eine Rolle rückwärts durchboxen, als Fortsetzung der Linie ihres gescheiterten Vorgängers Jörg Träger. Mit der Aufrechterhaltung der Studiengebühren wird ein ebenso schädliches wie teures Lenkungsinstrument weiterhin eingesetzt, das übrigens trotz allen gegenseitigen Geflötes auch in der Neufassung sozial selektiv bleibt. Hier, hinter den alten wie den neuen Studiengebühren, steht die Ideologie, der sogenannte freie Markt regle alles zum Guten. Der Bezahlcharakter des Studiums macht Bildung zu einer Ware, die sich die Studierenden erwerben, zur Steigerung des eigenen Marktwertes für die privatwirtschaftlichen Unternehmen im Wettstreit um Arbeitsplätze. So wird der Mensch selbst zur Ware und sein Leben, Forschen, Lernen dient letztlich nur einem Zweck, der Mehrung der Profite. Und deshalb wird uns eingetrichtert, lerne schnell und was dein Arbeitgeber von dir will, verplempere keine Zeit mit Mitbestimmungsgremien und zahle auch dafür. Wer für seinen Gehaltscheck lernt, muss schließlich eine Gegenleistung bringen. Wer will schon zu den Losern gehören, die ihre Schuld nicht abtragen können? So verengen Studiengebühren den Blick auf das unmittelbar Verwertbare, machen den Studienalter konkurrenzhafter und gehetzter und bekämpfen so eine Kultur der Solidarität und der Freude am gemeinsamen Erkenntnisgewinn, dem Erkenntnisgewinn über neue Eingriffsmöglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Lage. Und daran ändert auch nichts, dass in Hamburg nicht mehr Kredite zur Finanzierung der Gebühren geben sollen, sondern eine zinslose Stundung angeboten wird. Es bleibt eine zusätzliche Belastung nach dem Studium, die umso schwerer wiegt, je niedriger der finanzielle Status ist, was so selbstverständlich weiterhin auch sozial selektiv wirkt. Und auch wenn es die Grünen aller Welt und teilweise auch sich selbst vorlügen, mitnichten steht jedem auch nur die Möglichkeit der Stundung zur Verfügung. Wer zu viel Zeit mit einem Fachwechsel, demokratischem Engagement, vertiefendem Lernen oder schlicht Arbeiten zur Finanzierung des Lebensunterhalts verplempert, wird sofort zur Kasse gebeten. An der Universität betrifft dies ungefähr 8000 Studierende. Diesen überaus schädlichen Blödsinn lässt sich die Stadt nach eigenen Berechnungen jährlich 23 Millionen Euro kosten, die für Verwaltungskosten und übernommene Zinszahlungen fällig werden, gegenüber erhofften 37 Millionen Einnahmen durch die Gebühren. Schulden machen Studierende und öffentliche Hand, Profit allein die Banken. Bullshit! Die Absicht, positive Errungenschaften zu revidieren, so wie die soziale Öffnung, lebendige Einbindung in gesellschaftliches Leben und seine Prozesse und kooperatives Lehren und Lernen, diese Absicht der Zerstörung verbindet Studiengebühren, Uni-Abriss und Sparpolitik zu einem destruktiven Gesamtpaket
dass es umfassend zurückzuweisen gilt. Wenn schon nicht aus der Geschichte, so ließe sich wenigstens aus den aktuellen Entwicklungen lernen, dass Markthörigkeit keinen Segen bringt, sondern nur die gemeinsam entwickelte praktische Vernunft für allgemein nützliche Reformen in allen Lebensbereichen und die Gegnerschaft zu jedem individuellen Profitstreben. Dafür Bedingungen zu schaffen, das ist echte Wissenschaftspolitik und dafür demonstrieren wir hier.